hier von Spengler TV bei der Firma Barth. Und anlässlich zum 150-jährigen Jubiläum haben die hier heute eine Hausmesse am 19. und 20. September. Und ich werde jetzt einfach reingehen und euch ein bisschen rumführen. Die wollen jetzt leider nicht so mit mir reden. Ich finde das ein bisschen gruselig. Nur ein bisschen. Ja, ich glaube, wir gehen da besser mal wieder rein. Mein Name ist Jürgen Pflanz. Ich mache das hier im Hause Barth 19 Jahre. War früher bei einem Hersteller, habe das dort schon Schulungen gemacht. Wir hier im Hause Barth, man hat Stehfalzschulungen sowie auch Blechanschlüsse für das Ziegeldach. Und dann haben wir noch Stehfalztechnikus 2. Da sehen Sie das Modell hier. Arbeiten immer zwei Leute an so einem Modell. Ja, wir machen also hier Herzchen, weil wir damit zeigen, die werden nochmal mit Luft aufgepumpt mit 8 Atmosphären Druck. Wir zeigen damit die Dichtigkeit der Nähte der Firma Wolfin Bautechnik und zeigen dann nochmal, wie schnell und wie sauber man Wolfin verarbeiten kann. Und wir haben auch schon 2 Ehen heute früh gerettet, weil hier auch Verarbeiter kommen, die zu Hause was gut machen müssen. Und die haben so ein Herzchen gekriegt und haben behauptet, sie haben es selber gemacht. Und wir hoffen, denen ein schönes Wochenende bereitet zu haben. Hallo, Herr. Richtig, hallo, Spengler TV. Ja, was hat es denn mit Ihren tollen Fliegen hier auf sich? Also diese tollen Fliegen, man wird das nicht glauben, diese Fliegen sind aus Aluminium und sind handgefertigt von unseren Spenglermeistern. Wow, cool. Können Sie auch mal angreifen? Darf ich mal? Nur nicht zu fest. So, nicht, dass ich was kaputt mache. Nein, das passt super, das passt super. Ja, wollen Sie vielleicht uns einfach ein bisschen erzählen über Haushaut? Also Haushaut ist, wir machen Dach- und Fassadenprodukte aus Aluminium, sind seit 01.01.2015 am Markt und die Idee Haushaut sollte eben die Assoziation ansprechen zwischen der Haut, die ein Leben lang hält, die nicht verwittert, sondern die mit uns altert, die sich tänt und zusammenzieht bei Temperaturen, wie auch Aluminium und wie auch unsere Haushaltprodukte. Das ist fast schon ein Kunstwerk. Beidseitig beschichtet mit der speziellen Pearls-Oberfläche. Die Löwenkrankheit, diese uralte Menschheitsgeißel, hat sich immer weiter ausgebreitet, ist von Lappland aus losgezogen, hat bei Hamburg die Elbe überschritten. Und schon die zu kurz vor Pyrrhus, immer mehr Leute verschlucken Löwe, sterben dran von der Boss. Wieso? Dabei hat doch jeder Mensch natürlich einen Brechreiz, der das verhindert, dass man was drum von Löwe Labi wird. Die Leute sterben auch nicht am verschluckten Fremdkörper, nein, sie sterben vielmehr daran, dass die Drüsen literweise auf der Hühnerkörperverschleimung schimpft mit den Nieren ab, kommt runter vom Knieseite, macht er einfach ab, sie gucken wirklich, schon sie. Dichter Effekt, ja. Also ich bin heute das erste Mal bei der Firma Barth und ich bin absolut beeindruckt, was hier für Materialitäten hier sind, ja, wie die Sortierung ist und wie die Einrichtung hier ist, ist schon beeindruckend. Ja. Muss man schon mal sagen. Jetzt sind wir bei der Firma Dreco. Hallo. Hallo, mein Name ist Jürgen Siegel. Guten Tag. Ja, Sie wollen uns jetzt einfach ein bisschen zeigen, was Sie alles im Sortiment haben und auch ein bisschen demonstrieren gleich, ja? Genau, wir haben ein sehr breites Sortiment mittlerweile. Wir haben Bänder der verschiedenen Couleur sozusagen. Also von 90 Grad Aufkantern, 120 Grad Aufkantern, Sickengeräten mobiler Art. Das Programm hat sich in den letzten Monaten extrem verbreitet und ist tief und breit geworden. Ich zeige mal was, beispielsweise der neue Supra-Bänder. Der Supra-Bänder hat eine oben abgeschrägte Rolle. Dadurch ist er in der Lage, nicht nur bis 90 Grad, sondern darüber hinausgehend bis 120 Grad zu kanten. Das ist relativ einzigartig. Hi Sven. Morgen. Du bist hier für die Baumetall? Ja. Was sagst du so zur Barthmesse bis jetzt? Finde ich gut, mir gefällt's hier.
damit das Wasser praktisch hier abläuft. Ah, okay. Ich komme dann hier ran, geht hier und könnt dann hier in die Rinne rein. Okay. Hier ist Schmiedisch mein Name. Ich bin hier auf der Messe von der Firma Bart und stelle ein neues Halterprodukt vor, um Mauerabdeckungen zu montieren. Man kann das Ganze auch als Schlussverbinder verwenden. Wird mit 4 Schrauben, Holz oder Beton befestigt und mit statischer Zulassung kann man verwenden, nach Fachregel nicht einzuhalten. Ansonsten wüsste ich gerade nicht mehr, was ich dazu sagen sollte. Ja, damit Sie nicht so viel reden müssen, würde ich vorschlagen, Sie demonstrieren das Ganze einfach nochmal kurz. Man hängt es einfach von vorne ein, von vorne nach hinten, kippt es rüber, drückt runter. Ich höre die Mutter. So, jetzt bin ich am Stand von der Firma Prefa. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Ja, was möchten Sie denn so allgemein zur Stimmung hier auf der Messe sagen? Was haben Sie bis jetzt für einen Eindruck? Ja, die Stimmung ist ausgezeichnet hier auf der Messe. Man sieht es ja, der Andrang ist entsprechend. Es ist perfekt organisiert. Es ist für die Branche ein Treffen, nicht nur für die Region, auch überregional, denke ich, von relativ großer Bedeutung. Und das Wichtigste ist, die Menschen sind alle gut gelaunt. Es scheinen gute Geschäfte zu gehen. Das ist schon mal sehr wichtig. Ja, stimmen Sie da auch zu? Ja, natürlich. Also wir freuen uns, dass wir bei der Firma Bart sein dürfen, als Partner sie zu unterstützen bei der Hausmesse. Und der Herr Köhler hat es gesagt, Stimmung ist gut, die Leute sind gut gelaunt, es ist gut besucht und macht Spaß dabei zu sein. Ja, super. Schön. Wir können gerade noch, weil wir haben recht viel Betrieb am Stand, meinen Geschäftsführerkollegen Leopold Pasquali dazu bitten. Ja, dann kann er auch noch seine Meinung sagen. Hallo, herzlich willkommen. Was möchten Sie denn noch zum Thema Bartmesse hier sagen, 150-jähriges Jubiläum? Einfach Ihre Meinung. Ich weiß natürlich nicht, was schon gesagt wurde, aber es ist eine großartige Gelegenheit für uns, hier präsent zu sein. So viele Kunden so geballt in 2 Tagen sehen zu dürfen, ist eine schöne Sache. Vor allem so viele gute Beziehungen, die wir schon haben, auch weiter zu vertiefen. Wir freuen uns auch auf den heutigen Abend und auf die Geselligkeit natürlich. Und ja, sind sehr zufrieden mit den Kontakten, die wir bis jetzt auch schon generieren konnten. Okay, also alle rundum begeistert. Sehr schön. Vielen Dank. Ja, jetzt bin ich hier mitten in der Bartmesse. Baumetall ist unterwegs, der Portage vor Ort. Von den Bartleuten habe ich niemanden getroffen, die sind so in Gesprächen. Ich habe gedacht, ich gratuliere hier jetzt mal herzlich zum Geburtstag, 150 Jahre Firma Bart. Super, super Veranstaltung. Den Glückwunsch an die Firma Bart. 150 Jahre muss man erstmal schaffen. Das Volumen, was also jetzt an Besuchern kommt, ist toll. Also die wirklich viele Leute, die kommen. Und von daher glaube ich, dass sich das vor allen Dingen auch für die Firma Bart jetzt hier eine gelungene Veranstaltung ist und wirklich lohnt, sowas zu machen. Und den großen Aufwand, ja, der da sicherlich dahinter steckt, anzutreiben. Aber ganz toll, auch die Versorgung mit zum Mittag mit Getränken und Essen, sehr schön. Also wir sind hier jetzt gerade in Biegehalle. Das ist, also ich bin Biegemeister, ich habe da 8 Leute. Und wir biegen am Tag 800 bis 1200 Meter. Das ist natürlich schon ein Wort. Ne? Ja, ne? Wir haben 3 Biegemaschinen. Das sind Thalmann, Varioben, Doppelbieger und der Beamer.
Also wir machen jetzt mal ein Exklusivinterview. Die Baumetall interviewt für Spengler TV Klaus Stern vom Enkewerk. Wie ist dein Eindruck von der Messe, Klaus? Der erste Tag gestern war absolut klasse. Wir haben hier einfach das Konzentrat unserer Kunden. Okay. Wir sind hier absolut überzeugt, dass jeder, der hier kommt, Enke irgendwo schon kennt, Enke irgendwo schon eingesetzt hat. Wir haben überhaupt keine Streuverluste. Es macht einfach Spaß, hier in der Region wieder mal angekommen oder unterwegs zu sein. Hallo, liebe Spengler, Flaschner, Klempner und Lechner, herzlich willkommen. 150 Jahre Bad. Spengler TV ist gerade bei uns zu Besuch, Stand von der Firma Mass. Eine super Messe, sehr positive Rückmeldungen, die Leute sind super drauf, jeder hat Arbeit genug und ich glaube, das wird was ganz, ganz Tolles hier. Und wenn ihr euch mal auf unserem Stand ein bisschen umgucken wollt, in unserem Großladen davon, dann könnt ihr das gerne machen. Ciao, euer Martin Fischer. Sie denn so zur Badhausmesse sagen bis jetzt? Also ich bin jetzt das erste Mal hier bei der Firma Bart und ich bin total begeistert. Ja. Die Hausmesse ist sehr schön, sehr gut organisiert, ein abwechslungsreiches Programm und wir können unsere Produkte ganz, ganz toll hier präsentieren. Wir haben schönen Platz, wir haben tolle Kunden hier, sehr interessierte Kunden. Es macht richtig Spaß, ja, hier zu sein und mitzuwirken. Wir sind froh, dass wir dabei sein können. Von der Firma Mazzonetto, Herr Jürgens, wie gefällt Ihnen die Stimmung auf der Badmesse bis jetzt? Die Stimmung ist sehr gut, die Kunden sind sehr interessiert an unseren Materialien. Bis jetzt positives Feedback und wenn es den ganzen Sonntag so weitergeht, super Messe. Hallo Frau Jung, wie gefällt Ihnen denn die Badmesse bis jetzt? Also die Messe ist wirklich beeindruckend, es ist eine fantastische Stimmung hier. Die Leute sind sehr interessiert an unserem Produkt und die Organisation der Firma Bar war einfach perfekt. So, zuerst einmal finde ich es ganz, ganz toll, dass wir Spengler TV hier zu Gast haben. Das mal vorab gesagt. Dann 150 Jahre Bart. Unsere Messe ist jetzt, ja, denke ich mal, in 2 Stunden vorüber. Es war wirklich ein gelungenes, ganz tolles Fest. Bedanken möchte ich mich natürlich bei unseren Kunden und bei unseren Aussteller. Wir hatten ca. 50 Aussteller vor Ort, hatten ein ganz klasse Fachpublikum, was natürlich bei den Ausstellern auch ganz toll angekommen ist. Jeder wusste, was ein Winkelstehfalz ist, was ein Doppelstehfalz ist. Da waren also reine Profis hier bei Bart und an diese Aussteller und natürlich auch an die Kunden ein großes Dankeschön. War eine klasse Messe. Vielen Dank. Ich freue mich auch, dass es so gut funktioniert hat. Ich bin jetzt seit einem Jahr hier und im Prinzip, seit ich da bin, war die Messe so das große Thema. Also die Vorbereitungen haben sich fast über das Jahr hingezogen und jetzt kann man sagen, dass wir einen schönen Erfolg hatten. Gestern hatten wir bei über 800 Anmeldungen deutlich über 1200 Besucher. Heute soll es nochmal deutlich besser geworden sein und wir glauben, dass wir am Ende über 3000 Besucher haben werden und das ist schon ganz toll. Da freuen wir uns wirklich. Und nochmal auch an Spengler TV, vielen Dank, dass Sie dann auch uns so gut begleitet haben. Super. Ja. Hier sehen Sie ein besonderes Meisterwerk des Hauses. Man muss es so sagen, das ist Metallverarbeitung in die feinste Form. Wenn Sie genau schauen, es ist wirklich fantastisch gemacht. Man kann nicht anders sagen, als das ist hier die Firma Bart. Und ich darf mich noch einmal vorstellen, mein Name ist Luigi. Und wenn ich das sage, dann mache ich das mit einer Ansage von einer fachlichen Kompetenz. Das ist nur möglich bei der Firma Bart. Ciao.